Hallo und herzlich willkommen bei lorlein.de. Mein Name ist Eklas. Wir machen den Erfolgmeister der Münze unter 3. Den findet ihr unter Festivals, Qualitätstest. Hier, bitte sehr. Ihr müsst das neue Münzeinsammel-Event bei Kürbis oder Gordon machen. Beide Namen sind möglich. Kürbis heißt am Deutschen, Gordon im Englischen. Im deutschen Erfolg steht Gordon. Das ist ein Lokalisierungsfehler. Ihr seid beim vorletzten Checkpoint. Hier ist dieser ganze Bereich mit den Affen und den kaputten Brücken. Und hier geht es auch schon los. Ihr müsst hier rüber. Und das ist erstmal alles nur der Weg. Vorsicht, Affe will euch hauen. Affe ausweichen. Hier hoch. Da ist noch ein Affe. Keiner mag diese Mistviecher. Hier rüber auf die andere Brücke. Und ein wenig springen. Jetzt geht's nach unten. Letztes Jahr sind wir hier hinten durch dieses Loch in der Barrikade durchgesprungen. Dieses Jahr müssen wir hier entlang. Weil Arnett meinte, hey, lass uns das fixen. Das ist viel zu einfach. So. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Rüber. Schön, dass das Mini schon vor mir drüben ist. Dodge Jump. Hier auf der Säule wäre eigentlich ein Affe, den habe ich schon erledigt. Macht alles viel einfacher, wisst ihr? So. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. So. Sprung, Sprung, Sprung. Hier hin. Hier bietet sich ein Dodge Jump an. Hier müsst ihr einmal kurz um die Kurve springen. Alles ekelhaft. Sprung, Sprung, Sprung. Vorsicht, hier ist ein Schleim. Den wollt ihr eigentlich weghaben. Wenn ihr Bomben habt, empfiehlt es sich, die irgendwie kaputt zu machen. Dodge Jump. Okay, macht den Schleim einfach kaputt. So. Dodge Jump. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob er nicht sogar normal erreichen würde. Ich tendiere, macht einen Dodge Jump. Falls ihr da einen Guide braucht, dann zeige ich euch auch, wie der Dodge Jump funktioniert. So, nochmal Dodge Jump. Hier reicht ein normaler. Hier ist eine dumme Spinne. Geh weg, geh weg, geh weg. So, das war der Weg zum Münzabenteuer. So, wir sprechen mit Gordon. Ihr habt 10 Minuten insgesamt Zeit. Für den Erfolg müsst ihr das auf Gold schaffen. Das war bis jetzt nur der Weg und der war schon schwierig. So, wir drücken auf Spielen. Ich blende mir mal weiter das Menü ein mit den Zielen, weil sonst kann ich nicht resetten. Na also, guckt, die Mechanik wird euch das Leben retten. Ihr könnt euch zurücksetzen. Und dann könnt ihr spielen. So, nicht so weit weg. So, eine magische Münze, ja, bla. So, wir wollen hier rüber. Ich mag dieses Jumping Puzzle jetzt schon nicht. Und ja, ihr müsst eine ganze Menge um Kurven springen. Das war schon letztes Jahr so viel Spaß. So, Münze, Kurve, hoch, hoch, hoch. Jetzt habt ihr eigentlich den schwierigen Part schon hinter euch. Es wird eigentlich nicht mehr schwieriger. Doch, diese Spinne könnt ihr euch noch treffen, das ist ganz schlimm. Einmal Münze. Jetzt empfehle ich euch ein bisschen ran zu zoomen. So. Münze 7. Nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Und tada!
Gold geschafft. Das geht auch schneller. Das war nur die absolute sichere Variante. Viel Spaß beim Nachmachen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.